Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir sind hier immer noch auf Feldräuberjagd, weil wir die Erfahrungspunkte haben wollen von denen. Da sind ja noch ein paar. Komm, wir schnappen uns den. Ich hoffe, hinter uns ist aber keiner. So, komm. Komm, den muss ich jetzt fertig machen. Nice. Oh, der nächste ist unten. Anmarsch. Nein, komm. Oh, das wird schwierig. Oh, oder doch nicht? Komm. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir Fleisch fressen. So, okay, gut. Das können wir gleich auch speichern. So, dann haben wir hier auf der Seite. Ich glaube, alle Feldräuber erledigt, oder? Es sind nur noch die Lurker da. Gab es da hinten auch noch ein paar? Ich glaube, hier gab es auch noch ein paar Feldräuber. Aber nice, dass wir jetzt da gut gegen ankommen. Oh, Blauflieder. Nehmen wir mit. Ja, hier sind noch ein paar Feldräuber. Komm, den nehmen wir. Ja, komm. Komm her. Na, komm. Jo. Alter, ohne einen Treffer abzubekommen. Nice. Das nenne ich auf jeden Fall Erfolg. So, der nächste bitte. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt genauso hin. Okay, den haben wir nicht genauso hingekriegt. Der ist ein bisschen schlauer. Aber den haben wir trotzdem gekillt. Nice. So. Und der hier noch. So. Einen haben wir da drinnen noch, glaube ich. Ja, ist nur der eine hier. Jo. Gold. Goldener Ring. Rostige Axt. Buddlerfleisch. Nochmal Gold. Nichts zu holen. Nochmal Gold. Da ist aber noch ein Trank. Alter, wie viel Gold hier liegt. Alter, wie viel liegt hier? Hier müssen wir, wenn die despawned sind, nochmal rein. Noch ein rostiges Schwert können wir verkaufen. Oh, noch mehr Gold. Alter, hier liegt sehr viel Gold. Noch eine rostige Axt. Gibt's hier noch mehr, was ich jetzt nicht sehen kann? Butlerfleisch. Noch ein rostiges Schwert. Können wir zur Festa gehen und sagen, wir haben das Nester ausgeschaltet? Von den Butlern. Was gibt's denn da hinten? Oh, Heilpflanzen. Und was ist das? Eine Steintafel.
noch ein paar Heilpflanzen. Nice. Und wir haben da eine Statue. Inno-Statue. Beten. Wenn wir wieder für beten und 100... Ah, toll. Ist nichts passiert. Super. Da ist ja ein Lager. Bevor wir da hingehen, speichern wir einmal. Ist hier jemand? Noch eine Spruchrolle? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich höre hier auf jeden Fall Leute. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Was haben wir denn hier entdeckt? Grom? Hey. Ja, alles klar? Alles klar? Ah, ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt, also was willst du? Was machst du hier? Was machst du hier? Was so ein Holzfäller und Jäger eben so macht. Was gibt es hier Interessantes? Was gibt es hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Sie sind etwa 3 Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt, also geh da nicht hin, wenn du nicht stark genug für sie bist. Okay. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Klar. Aber erst besorgst du mir was Anständiges zu essen. Ich sterbe vor Hunger hier draußen. Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Und dann bringe ich dir bei, was du willst. Okay. Milch, Brot und Schinken. Kriegen wir locker hin. Wo geht's nochmal zurück? Da, glaube ich, ja. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ja, die Truhe. Ich höre hier noch Leute. Wo sind sie denn? Hier geht's sonst nirgendwo weiter. Wir gehen erstmal aber zu den Typen da. Zu den Söldnern wieder. Und fragen Torloff nochmal, wie das jetzt aussieht. Beziehungsweise wir quatschen auch nochmal mit Fester. Wenn wir ihn jetzt finden. Ich glaube, der ist jetzt nicht mehr hier am Turnier, sondern hat sich hier hingesetzt. Da, Fester. Hey, du. Lass uns das Nest angreifen. Lass uns das Nest angreifen. Jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Na, du könntest nochmal zum Hof gehen. Jetzt ist genauso gut wie später. Jetzt ist genauso gut wie später. Gut, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Ja. Da sind ja eh keine mehr übrig. Außer jetzt wieder welche neu gespawnt. Aber nö, anscheinend ja nicht. Hier haben sie also die toten Bauern hingeschleppt. Widerlich. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Lass uns wieder zurückgehen. So, erstmal. Was mit unserer Abmachung? Was ist mit unserer Abmachung? Willst du mich verarschen? Du hast nichts dafür getan. Hä? Ich denke, du bist wieder mal reif für eine Tracht Prügel. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Mir kommen die Tränen. Komm. So. Den mache ich jetzt fertig. Wenn der mich verarschen will. So. Nehmen wir alles von ihm mit. So, seine Waffe. Grobes Kriegsbeil. So, grobes Kriegsbeil. Rostige Axt. Zweihandwaffe, würde ich sagen. Obwohl, ne, das macht mehr. Grobes Kriegsbeil, aber Einhandwaffe. Dafür sind wir aber nicht stark genug. 9 Stärkepunkte zu wenig. Warte mal. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Ich denke, du,
Ne. Aber da können wir so speichern. Der verarscht mich aber einfach. Unglaublich. So, wen müssen wir eigentlich noch alles verprügeln? Respekt der Söldner. Damit die Söldner mich respektieren, sollte ich die Aufgaben erledigen, die Torloch mir stellt. Zudem werden die Söldner von mir überzeugt sein, wenn ich ihnen helfe oder sie im Duell besiege. Nachdem ich Buster besiegt habe, hat er nichts dagegen einzuwenden, dass ich mich den Söldnern anschließe. So, die Aufgabe, die Torloch mir gestellt hat, habe ich erfüllt. Um bei den Söldnern aufgenommen zu werden, wird Torloch mich auf die Probe stellen und ich muss mir den Respekt der anderen Söldner verdienen. In Freunden grüßen. Jarvis will, dass ich ein paar von Silvias Jungs umhaue, damit ich seine Stimme kriege. Dazu muss ich mich nicht mal an die Duellregeln halten. Zu Silvias Männern zählen Silvio, seine rechte Hand Bulko, Rod, Sentenza, Festa und Raoul. Es reicht, wenn ich drei von Silvios Männern zu Boden schicke. Mit Silvio selbst sollte ich mich besser nicht anlegen. Wer ist denn das? Söldner. Sentenza hat sich aber für mich eingesetzt. Das ist doch alles nur Gerede. Raoul? Ich kann das nicht glauben. Können wir auch nochmal mit dem uns anlegen? Oder warte, war er nicht auf unserer Seite? Wir quatschen mal erstmal mit Torloff. Wer ist alles auf unserer Seite? Was ich glauben soll. Es war ist genau doch so, wie du sagst. Ansonsten vielleicht können wir es auch mal versuchen mit Dingens. Wie hieß der nochmal, der Chef da, mit dem uns anlegen? Ja, das hat er wirklich behauptet. So, Torloff müsste jetzt hier oben sein, ne? Ich habe so einiges gehört. So, wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis ist sich noch nicht sicher, ob du auf der richtigen Seite stehst. Er hat keine Lust, dass noch mehr Leute nach Silvios Pfeife tanzen. Ich übrigens auch nicht. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Raoul ist gegen dich. Ich glaube, er kann dich nicht leiden. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Buster meinte, du wärst okay. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Obwohl viele meinen, einem Bauern die Pacht abzuknöpfen, wäre für eine Probe zu leicht gewesen. Meine Stimme hast du jedenfalls. Du bist noch lange nicht so weit, Kleiner. Wenn du bei uns aufgenommen werden willst, musst du schon was dafür tun. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Okay. Ich wundere mich aber gar nicht. So, wir gehen aber jetzt erstmal pennen. Muss man mal ganz bis zum nächsten Morgen schlafen. Dann können wir mal mit Raoul uns prügeln. Raoul hat was gegen uns, dann können wir ihn verprügeln. Und dann müssen wir noch Silvio und wie hieß der, Bronco oder so, verprügeln. Und Rod. Wohl Rod. Söldner. Hier, Raoul. Der hat was gegen uns. Meinst du, mir geht es besser? Was willst du? Ich will die aufs Maul hauen. Wir haben ihn natürlich doch noch. Warte mal. Gekriegt. Bevor wir gegen den prügeln, speichern wir erstmal. Was willst du schon wieder? Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Das ist wirklich nicht mein Problem. Mein. Ja, geht's. Nein, komm. Oh, das tat weh. Okay, der ist aber stark. Wehr dich! Ja, geht's ihm! Hau da auf! Ja, gib's ihm! Okay, das ist ein bisschen schwieriger mit dem. Warte mal. Nochmal. Wenn wir jetzt wieder sterben. So, nochmal. Was willst du schon wieder? Ja, ich will dir aufs Maul hauen. Ich glaube. Was? Das ist genau. Ich. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Mein Gott! Ja, nicht schlecht. Was war das denn jetzt?
Alter, Wattenschlag. Okay, nochmal. Was will. So, ein bisschen aufs Maul hauen. Das ist. Ich. Mein Gott! Wo hast du das denn schon wieder? Mach ihn fertig! Scheiße! Komm! Den müssen wir jetzt besiegen, ne? Schlecht. Gezeigt. Alter, was? Okay, gegen den, also schwierig. Muss ich vielleicht eine andere Waffe? Wir sind ja ein bisschen besser auf das, war keine das hier. Das so, zum ersten Mal. Versuchen wir es jetzt nochmal. Was willst du schon wie? Ja. Das ist eine schlimme Sache. Ich war das. Ich. Mein Gott. Hey, Alter, was? Okay. Wir versuchen das nochmal. Komm. Ich glaube, ich hau dir mal. Das ist ich. Meine Meinung will ja keiner hören. Mein Gott. Alter, okay. Das schaffen wir so nicht. Gegen Raoul. Müssen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen besser werden in Stärke oder Zweihänder. Das war noch schon vorher klar sein. Kann mir noch irgendjemand die Zweihänder beibringen? Oder wir quatschen noch mal mit Jarvis. Silvio. Bulko. Da ist Jarvis. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Gut, weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens 3 von ihnen ordentlich zeigst. Mhm. Okay. Wollen wir es nochmal mit Bulko versuchen? Hey. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Weg mit der Waffe. Na bitte, geht doch. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Okay, dann Silvio. Wie sieht's aus? Tekla hat ein Problem mit dir. Ziemlich Leute reden über dich. Komm. Wie sieht's aus? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? Willst du aufs Maul? Hey, Arschloch! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mich mit dir auf ein Duell einlasse. Kriech wieder unter deinen Stein. Silvio mag es nicht, wenn man ihn anspricht. Hast du das immer noch nicht kapiert? Okay, Bulko. Alter, was? Nee, nicht speichern. Laden. Okay. Den will ich ordentlich aus dem Maul hauen. Das heißt, wir müssen stärker werden. Gehen wir mal hier ein bisschen um die Gegend und schauen mal, dass wir wirklich mal stärker werden, was hier noch für Leute gibt. Da ist ja auch noch jemand. Wer ist denn das? Bord. Den kennen wir doch auch noch, oder? Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder Feldräubern hast, dann frag einen der jüngeren Söldner. Zu mir kannst du kommen, wenn hier die Paladine anrücken. Was? Jedes Mal, wenn einer von euch Bauern zu mir kommt, geht's darum, harmlose Tiere abzumetzeln. Ich bin keiner der Bauern. Ach, was willst du dann? Bring mir bei, wie man kämpft. Ich will Söldner werden. Ich will Söldner werden. Du siehst mir eher wie ein Kandidat für die Feldarbeit aus, Junge. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Wie sieht's mit Einhandwaffen aus? Naja. Und wie steht's mit Zweihändern? Ich werde bestimmt besser. Das heißt mit anderen Worten, du bist ein blutiger Anfänger. Jeder Söldner muss sich auf seine Kameraden verlassen können. Unser aller Leben hängt davon ab. Solange du nicht vernünftig mit einer Waffe umgehen kannst, bist du hier falsch. Ich mag den nicht. Ich habe gehört, dass du mit dem Ring des Wassers angehörst. Ich habe gehört, dass du dem Ring des Wassers angehörst. Welcher Dreckskerl konnte denn da schon wieder seine Schnauze nicht halten? Lee erzählte mir davon. Sieht so aus, als ob ich mich jetzt mit dir herumschlagen müsste, was?
Also gut, was brauchst du? Und pass bloß auf, was du jetzt sagst. Wenn mir nicht gefällt, was ich von dir zu hören kriege, dann zieh ich dir das Fell über die Ohren. Du könntest mir helfen, bei den Söldnern aufgenommen zu werden. Du könntest mir helfen, bei den Söldnern aufgenommen zu werden. Das kann ja heiter werden. Gut, werd's versuchen. Was noch? Bring mir bei, wie man kämpft. Ich will deine Waffe, ich will deine Rüstung. Brauch einen gar nichts, ich komme schon alleine klar. Bring mir bei, wie man kämpft. Na gut. Was noch? Ich will deine Rüstung, ich will deine Waffe. Na, ich will deine Rüstung. Ich will deine Rüstung. Noch so ein Spruch und du kannst deine Zähne vom Boden aufsammeln. Das reicht mir. Wenn's mehr nicht ist, und wehe dir, wenn mir zu Ohren kommt, dass du die Klappe nicht halten kannst. Und das sage ich nur einmal, klar? Hilf mir, Söldner zu werden. Hilf mir, Söldner zu werden. Lass mal überlegen. An Torloff wirst du wohl vorbei müssen, wenn du hier was werden willst. Warst du schon bei Torloff deswegen? Ja, das ist die Geschichte mit der Probe. Aha. Und wie sieht die aus? Hat sich schon erledigt. Oh, dann wird's schwierig mit der Hilfe. Was soll das heißen? Tja, das bedeutet, dass ich dir nicht helfen kann. Oder willst du, dass ich mich mit jedem einzelnen Söldner anlege, damit du hier aufgenommen wirst? Das musst du schon selber machen. Ich werde mich da nicht einmischen. Oder warte, ich quatsch ihn nochmal an wegen... Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich an jeder Waffe ausbilden. Womit wollen wir anfangen? Was kann er denn beibringen? Zwei Händer? Boah, ich habe jetzt aber keine Lernpunkte. Wo liegt der Vorteil von einem... Ja, was soll ich eher lernen? Einhändig oder zweihändig? Nee, zweihändig würde ich auf jeden Fall machen. Aber gucken wir mal, was hier noch gibt. Gut, dass wir Kord gefunden haben. Ich kann die Schafe verprügeln für Punkte. Wer ist denn das? Pepe, was machst du hier? Was machst du hier? Schafe hüten. Und wenn es geht, allem Ärger aus dem Weg gehen. Gelingt dir nicht immer was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Da bin ich eigentlich froh, draußen auf der Weide zu sein. Obwohl das auch sehr gefährlich sein kann. Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Hier in der Gegend treibt sich ein kleines Rudel von Wölfen herum. In letzter Zeit sind die Mistviecher fast täglich gekommen und haben eins meiner Schafe gefressen. Vor ein paar Tagen hatte ich fast doppelt so viele Schafe. Ich mag gar nicht daran denken, was Una mit mir macht, wenn er es erfährt. Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Ich dachte, die arbeiten für euch. Ja, ich weiß. Das hätte ich tun sollen. Habe ich aber nicht gemacht, verdammt nochmal. Und jetzt, wo schon so viele Schafe weg sind, habe ich Angst, es überhaupt noch jemandem zu erzählen. Mir hast du es doch gerade erzählt. Das bereue ich auch jetzt schon. Was, wenn ich die Wölfe töte? Was, wenn ich die Wölfe töte? Du allein? Das glaube ich nicht. Das würde ich noch eher meinem Leithammel zutrauen. Dann eben nicht. War nur so ein Vorschlag. Ich werde mal zu den Jungs rübergehen und sehen, was die dazu sagen. Warte doch mal. Okay. Du bist der Größte und du wirst es mit 100 Wölfen gleichzeitig aufnehmen können. Kein Arschkriecher. Problem. Sie lauern meistens zwischen den Bäumen in der Nähe der Weide. Ich glaube, es waren nur 4. Okay. Kümmern wir uns mal drum. Vielleicht haben wir auch einmal. Und gucken mal, wo die Wölfe sind. Denn das heißt Erfahrungspunkte. Da ist auch noch irgendwie wieder ein Lager. Was ist denn das denn für ein Lager? Oh, Lager mit Wölfen. Der eine kommt schon, okay. Ich will nur den einen erstmal, ja? Oh, und da kommen alle. Ach, junge Wölfe? Ernsthaft? Das sind nur junge? Hallo? Nein. Okay, junge Wölfe, da habe ich eher weniger ein Problem, aber das sind gleich so viele in dem Lager. So, machen wir vielleicht erstmal einen oder anderen.
Den. Komm. Habe ich noch Pfeile? Ich treffe den gar nicht. Aber okay, gleich ein ganzes Jungwolfsrudel. Komm. Und jetzt schnell eben. Alter, jetzt kommen die hier hoch. Alter, gegen vier Jungwölfe. Okay, das müssen wir irgendwie anders hinkriegen. Ja, einer. Wieso kommen gleich alle? Ja, du reichst mir. So. Der nächste bitte. Oh, gleich zwei auf einmal hier. Okay, aber zwei gehen ja noch. So, komm. Jetzt. Komm. So, und da vorne war noch einer. Jetzt aber erstmal was futtern. Und Fleisch haben wir, so, die wir noch starten können. Aber diesmal hat es geklappt, wie ich das haben wollte. Komm. Oh, ein Apfel. Milch. Nice. Hier haben wir eine Truhe. Was ist da drin? Ein Dolch und 20 Gold. Haben wir die jetzt mitgenommen? Wie nehmen wir alle mit? Wie machen wir das mit allen? Dass alle gleichzeitig genommen werden. Nein, hör auf. Weg da. Oh, Wolfsfälle. Alter, wie viele Wolfsfälle hier rumliegen? Schafsfell? Was ist denn das? Fällt ein Schattenläufer was? Oh, wir können rauchen. Aber keine Erfahrung kriegen wir dafür. Schade. Rostiges Schwert. Was ist denn da hinten? Was leuchtet da? Das will ich mir jetzt ansehen, was da leuchtet. Deswegen haben wir jetzt gespeichert. Ein Irrlicht. Okay. Okay. Irrlichter? Krass. Wusste ich gar nicht, dass es hier sowas gibt. Heilpflanze. Noch eine Heilpflanze. Sonst liegt hier gar nichts mehr, oder? Zum Mitnehmen. Hier gibt es sonst auch nichts mehr. Aber wir können jetzt nochmal zu Pepe zurückgehen. Dann gibt es wieder Erfahrungspunkte. 100 wahrscheinlich, gehen wir von aus. So, wir müssen aber zusehen, dass wir auf zwei Händen ein bisschen mehr skillen. Noch mehr Heilpflanzen. Aber ja, die Wölfe haben wir erledigt. So, Pepe. Hey, die Wölfe sind erledigt. Die Wölfe sind erledigt. Du hast es geschafft? Innos sei Dank.
Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es Una beibringe, dass mir die ganzen Schafe fehlen. Dieser verdammte Bulko ist an allem schuld. Was hast du über Bulko gesagt? Was hast du über Bulko gesagt? Er ist einer der Söldner. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, die Weide zu bewachen. Aber stattdessen hängt er mit seinem Kumpel Silvio den ganzen Tag bei Thekla in der Küche rum. Dieser Mistkerl ist schuld, wenn ich jetzt wegen der verlorenen Schafe wochenlang keinen Lohn kriege. Ich wünschte, ich könnte ihm wenigstens dafür aufs Maul hauen. Aber gegen den hat keiner eine Chance. Der Typ ist ein Killer. Wie geht's dir und deinen Schafen? Gut. Und den Schafen auch. Das heißt, denen, die noch da sind, geht es gut. Ein Schaf will ich jetzt aber nicht kaufen. Aber 250 Erfahrungspunkte, das ist nice. Wenn ich jetzt die ganzen Schafe töte, werde ich auch nochmal ein paar Erfahrungspunkte kriegen, aber das lassen wir mal sein. Warum er sich so aufregt. Torloff, ja, wenn wir jetzt Torloff nochmal anquatschen, passiert da jetzt nichts. Der wird genau dasselbe sagen wie vorhin. Wir können mal hier aber rumgehen. Beziehungsweise wir gehen mal in der nächsten Folge rum und suchen uns noch ein paar Gegner, damit wir vielleicht ein bisschen mehr auf Zweihänder gehen. Und warte mal, der eine kann hier was verkaufen, ne? Bevor wir die Folge beenden, verkaufen, oder? Bringen wir bei mir magisch oder erstmal gespielt. Wie sieht's aus mit dem Zubehör zum Schmieden? Ne, der verkauft nichts. Wer war denn das, der verkauft? Die Hodges, ja? Hey, du. Hallo, ich bin neu hier. Nimm's mir nicht übel, aber ich habe nicht viel Lust, mich zu unterhalten. Ich bin ziemlich im Arsch. Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl sagen. Bennett macht so viele Waffen, dass ich mit dem Schleifen kaum nachkomme. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen wir fast alle in Onas Haus. So, hat er hier einen vernünftigen Zweihänder? Hat er nicht. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. Gut, dann kann ich ihm aber die Sachen hier verkaufen, ja. Ich habe da meine eigene. So, Dolch, die Bögen. Was kann ich denn sonst noch an den hier? Ne, die verkaufen wir jemand an. Goldenen Ring. Ein Lederbeutel. So, warte mal, jetzt die für die andere Quest. Brot, Milch und Wurst oder Schinken wollte er haben, ne? So, was ist mit den Söldnern? Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Aber sie passen auch auf den Hof, die Schafe und uns Bauern auf. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen oder in irgendwelchen Truhen rumzukramen. Die warten nur auf eine Gelegenheit, dich umzuhauen. Was kannst du mir über den Hof erzählen? Das hier ist Onas Hof. Das große Haus ist sein Wohnhaus. Er hat einen Flügel freigemacht für die Söldner. Seitdem müssen wir Bauern in der Scheune pennen. Na, ja, aber mir soll's recht sein. Ist schon gut, dass wir jetzt Leute haben, die auf den Hof aufpassen. Das Haus hier ist die Küche. Ja, vielleicht hast du Glück und Thekla hat was zu essen für dich. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal die Gegend nochmal um. Und sehen zu, dass wir hier vielleicht nochmal ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Dann gehen wir nochmal zu Kord. Sehen zu, dass ihr Zweihänder nochmal ein bisschen trainiert. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.